So, meine Damen und Herren, wir sind hier. Wir sind angekommen. Wir sind in Kankapä. Also mit ganz vielen A's und S. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht. Guckt euch das mal an hier. Ist das der Brüller, oder? Also hier penne ich dann auch drin. Hier hinten ist mein Domizil mit Tür. Und da hat man mir mein Nachtquartier hergerichtet. Und also heute sind wir noch im Hotel, aber dann, ja, und dann geht das hier mal richtig schick zur Sache. Also bevor wir jetzt so mit diesem ganzen Gedöns anfangen, ich glaube, das ist ein bisschen dunkel hier. Wir schauen mal, ob wir das Licht technisch, nee, das können wir jetzt nicht ändern, das machen wir nachher nochmal mit Licht. Also ich habe an der Kamera auch ein Licht, aber ja. So, und hier haben wir noch ein paar, ja, sagen wir mal, herkömmliche Cockpits, die natürlich auch schon ziemlich geil sind. Das ist wahrscheinlich das ältere Modell. Ich habe keine Ahnung. Ja, also Leute, wenn ihr euch allein nur mal hier, diese Box ist ja wohl der Brüller, oder? So, ja, hier sieht es auch nicht. Also ich glaube, die Cracks unter euch, die sehen, was hier so verbaut wurde und was man zum Beispiel aus der Schaltkulisse von diesem G25 oder G27 hier gemacht hat. Das ist schon ziemlich großartig. So, und das hier oben, ja, dann haben wir, ach nee, das zeige ich euch noch nicht, da warten wir noch einen Moment. Genau, so. Ja, und hier müssen wir mal schauen, ja, ob wir hier, kriegen wir was zu sehen? Ja, so langsam fokussiert sich's. Also, großartige Geschichte hier. It's live for Simrace TV now. So, und ja, und hier haben wir jetzt den, auch einen ziemlich coolen Simulator, sogar mit, hat der eine Tür? Nee, das sind die Monitore. It's no door. Ja, also, okay, so, jetzt sehen wir das von hier. Das hier ist kein Simulator, das Ding ist echt, auch hübsch. Zwar keine Ahnung von, so, aber, wir wollen ja mal nicht unken und wollen mal hier reinschauen. Könnt ihr das hier so, oh nee, das spiegelt sich glaube ich zu sehr. Das hier ist eigentlich ein stinknormaler Polo mit Beule, aber auch das ist ein Simulator, wie ihr seht. Also mit verdunkelten Scheiben und ich weiß nicht was alles, kann man da reingucken? Ja, sehr, sehr geil. Da hinten stehen noch mehr so Nettigkeiten. Ja. Also man glaubt gar nicht, was die Herrschaften hier in Finnland so alles für Ideen erzeugen. Und das hier ist natürlich dann der Oberbrüller. Jetzt gehen wir mal hier so rum und da seht ihr hier, wie diese Dinger arbeiten. Ist hier voll im Betrieb. Ja, also Nordschleife. Ich glaube, hier fährt einer ohne Force Feedback. So, und irgendwie sind das, habe ich mir sagen lassen, alles irgendwelche Herrschaften aus dem realen Rennsport. Ich weiß immer noch nicht, wer der Rallye-Weltmeister ist, aber ich hoffe, ich kriege das noch raus. Oder ich habe da irgendwas falsch verstanden. Ich weiß es nicht, ist aber auch egal. Also das ist hier the home of Foe Racer. Ja, das ist Motorhome of Foe Racer. Also, so, jetzt gucken wir mal nochmal in die beiden Dinger hier rein. Die kennen wir natürlich auch schon. Also ich muss mal ehrlich sagen, das mit dem Dach hier oben drüber, da hätte man wenigstens, seht ihr das hier? Ja, da ist ein Dach. Da hätte man wenigstens auch noch ein bisschen Himmel raufspannen können, oder? Findet ihr nicht? Also ich schon, das ist halt nicht deutsch, ne? Ja, genau. Genau, so, und wo die Teams jetzt so alle sitzen, weiß ich nicht so wirklich. Also die haben ja alle, die Teamchefs, beziehungsweise die Spotter, die haben alle eigenen Laptop. Also wir haben insgesamt 12 Simulatoren hier. Und 12 Teams werden hier fahren, 24 Stunden Nordschleife. Und das freie Training geht genau los, ihr seht es, in 18 Stunden 55 Minuten. Das halte ich aber allerdings für ein Gerücht. Obwohl, nee, das kann schon durchaus sein. Ja doch, das ist irgendwie morgen Mittag. Ja, wir werden das freie Training schon mit übertragen. Ich gebe nachher auf Facebook nochmal ziemlich genau durch, wann was passiert, wann ist Qualifying, wann ist genau der Rennstart. Und gut, das zeige ich mal nicht. Das ist nämlich die Adresse von TeamSpeak. Die ist zwar nur intern, aber man weiß ja nie, wer sich hier wo reinhackt. Also, meine Damen, meine Herren,
Ich bin ganz, ganz schwer begeistert, was hier abgeht. Das hätte ich so nicht erwartet. Also ich meine, diesen Simulator haben wir ja in Dänemark schon gesehen, aber dass das jetzt hier so eine Show ist, ich meine, es ist wirklich nicht groß, aber allein der Bus hier drin, ey, ich faul weg. Also Leute, ich bin schwer begeistert. Wir hören uns in Bälde wieder. Morgen gibt es dann mehr. Und dann wird es wahrscheinlich noch einen zweiten, wenn wir die Bandbreite haben, einen zweiten Livestream geben. Ja, nun mach mal hier. Please go. Und wird es einen zweiten Livestream geben, mit dem wir dann hier ein Kamerabild, also von der Webcam ein Bild, wo wir dann immer mal gucken können, wer sich hier bewegt und was tut und macht. Und hey, guck mal, der schnallt sich echt an. Fast 7 Balls. Coole Sache. So, und das gehört wohl auch zum Team Pro Racer. Genau. Okay. So, jetzt wird das Ganze hier in Position gebracht, so wie sich das gehört. Ja, wie geil. Leute, ich glaube, ich fahre auch noch mal Simracing. Also, ich wünsche euch allen noch eine schöne Restwoche. Heute ist ja nur erstmal Donnerstag. Und ab morgen geht's dann los. Morgen Nachmittag irgendwann der Rennstart. Also, ja. Viel Spaß. Bis dahin, bleibt mir gewogen. So, meine Damen und Herren, jetzt sind wir hier zurück. Das heißt zurück, wir sind eigentlich, waren noch gar nicht irgendwo anders. Es gab gar keinen Grund, irgendwohin zurückzugehen. Wir sind alle ein bisschen frustriert, also ich bin es zumindest, weil wir haben hier kein Internet so wirklich und somit können wir nicht live broadcasten. Ich werde es versuchen, so ein bisschen euch zu zeigen, was hier momentan abgeht. Ich weiß, dass das Video nicht besonders gut läuft hier. Es ist halt abgedunkelt, der Raum, außerdem ist es draußen auch schon wieder stockenduster. Das wird hier 2-3 Stunden eher dunkel als in Deutschland. Und so, jetzt hoffe ich mal, dass wir hier ein Scoring kriegen und da könnt ihr so sehen, also das Rennen funktioniert. Okay, das wird natürlich jetzt hier, das ist natürlich nicht synchronisiert von der Herzzahl her, aber das macht nichts. So, und jetzt kommen wir mal ein bisschen weiter und wir gucken uns das mal hier hin. Das ist ein Anhänger, übrigens ist ein Trailer. Und da sind die Herrschaften dann doch. Ich versuche das mal gucken, ob es ohne Fotolicht geht. Nee. Den Kollegen hier, wollen wir eine kleine Preisfrage? Ich verlose eine Flasche Premium Cognac, wer errät, wer das ist hier. Der Erste, der das in Facebook postet, bekommt von mir eine Flasche. Ja, ich zeige euch die Flasche dann. Also toller Cognac habe ich hier geschenkt bekommen. So, und hier fahren die Herrschaften jetzt hier in diesen Pro Racer Simulators. Und ja, also das ist jetzt die einzige Möglichkeit, euch hin und wieder Informationen über dieses Rennen zukommen zu lassen. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Ich bin tatsächlich ausnahmsweise mal nicht schuld. Aber ja, das war... Es ist so sehr großartig organisiert, auch von der Verpflegung, Unterkünfte, alles ist top, aber auch die Location ist sehr geil, aber wir haben hier natürlich das Problem. So, okay. Okay, we will try to show here. So, das ist ja, das ist glaube ich der spektakulärste Simulator hier, der Polo mit der Beule vorne drin und die machen hier wirklich ihre Geschichten und ja, die Jungs sind hier alle ziemlich großartig dabei, also ja, ich habe gerade gehört, dass das mit dem Licht hier ein bisschen stört, gegebenenfalls, deswegen gehe ich jetzt mal nicht mehr so nah ran. Hier, das sind hier zwei Jungs, zwei Simulatoren von X-Racer, das ist ein eigener Simulatorhersteller. Den darf ich dann morgen auch noch ausprobieren. Die sind einfach noch ein bisschen anders, haben aber auch fantastische Technik. Also die haben zum Beispiel ein Android-Device im Display integriert mit TeamSpeak, mit allem, was da so dazugehört. Und ja, und hier seht ihr das noch so weiter. Also vom Technischen her ist das hier wirklich allererste Sahne, da kann man überhaupt nicht meckern. So, und hier oben haben wir jetzt so einen Beamer. Da habe ich jetzt, ja, leider geht der nur bis 1024, deswegen ist das hier ein bisschen, ja, ein bisschen blass alles und klein. Also, ja, so, das hier ist dann auch nochmal ein Steuerpult. Hier stehen auch nochmal zwei 4-Racer. Also insgesamt fahren hier 12 Teams.
Und ich gehe jetzt mal hier zu meinem Platz. Ja, also ihr wisst ja, hier ist meine Schlafkabine dann da drin. Ne? Also da darf ich dann heute Nacht pennen in diesem sehr, sehr geilen doppelstöckigen Bus. Da draußen steht auch noch ein kompletter Rennlaster, also für Rennteams. Ja, und wir gucken jetzt hier nochmal aufs Notebook. Ich glaube, das Licht geht jetzt hier nicht aus. Also momentan führt das... Oh. So, liebe Freunde, es ist jetzt 10 Uhr abends hier Ortszeit, oder? Ja, ziemlich genau, 21.57 Uhr. Und wir sind alle ziemlich entspannt. Okay, wir haben kein Internet, das heißt, ihr werdet diese Videos wohl erst am Sonntagabend zu sehen bekommen, aber es ist jetzt auch nicht weiter dramatisch. Und aber nach einem Restart, weil der Server hier, ja, alles andere war als ein Server, den haben wir dann auch neu konfiguriert, haben wir jetzt dann doch eine Möglichkeit gefunden, hier das Ganze vernünftig zu gestalten. Ich werde mich nachher nochmal melden und hoffe, dass wir dann noch ein bisschen Spaß haben. Also hier ist Party überall. Ich habe völlig vergebens nach alkoholfreien Getränken gesucht. Ich habe keine gefunden, also ja, es ist leider ziemlich bitter das Ganze, aber was soll's. Ich habe ja hier einen guten Assistenten, nämlich den Hanu, der hat dann von der Tankstelle irgendwie noch Cola besorgt und gut gegessen haben wir. Die Jungs waren hier alle in der Sauna, die stehen hier nackig irgendwie draußen im Schnee und kühlen sich ab. Hier ist übrigens dann unsere Küche, das ist, würde man mal sagen, eine ziemlich coole Nummer. Also, Jungs, ich melde mich irgendwann im Laufe des morgigen Tages wieder. So, wir beginnen jetzt mal hier mit diesem Timing. Ich habe keine Ahnung, ob man das hinterher in dem Video sieht. Es flackert ja wie verrückt. Aber wir sehen hier oben, das zweitplatzierte Team Circuit ist 6 Sekunden hinter ForRacer Team 2. Das ist natürlich ein riesen Brüller. Wir haben noch, ihr seht es hier, 1 Stunde 8 Minuten zu fahren. Und wir sind hier ziemlich, hier kommen die Jungs gerade aus der Sauna, das ist da auch mal nett, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das dann überhaupt noch zeigen darf. das ist hier ist wirklich ziemlich viel Aufregung, überall Diskussionen. Und ich habe es ja nun schon oft genug erwähnt und in Facebook gepostet. Wir haben das Problem, wir haben hier kein Internet mehr. Also bisher hat man wenigstens immer noch mal, um was posten zu können. Mittlerweile haben wir gar kein Internet mehr. Und ich bin jetzt auch sehr, sehr verärgert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber das soll jetzt nicht euer Problem sein, das sollt ihr auch nicht abbekommen. So, das hier rechts ist das Team. Ja, geht das ein bisschen heller? Wir suchen mal. Nee, können wir jetzt nicht. Also der rechte Simulator, das sind die Jungs von ForRacer 2, die jetzt da um den Sieg fighten. Und und das andere Team ist hier hinten im Trailer, das ganz linke Team. Gut, ihr könnt jetzt so gut wie nichts erkennen, ich weiß das wohl, macht aber nichts. Das heißt, die sind hier alle noch heiß am Racen und es ist hier noch genauso wie kurz nach dem Start gestern Nachmittag. Man merkt hier nichts von Müdigkeit. Die trinken permanent irgendwelches Dosenbier, irgendwelche Longdrinks, also alles mit Alkohol. Ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt. Es gibt hier nichts Alkoholfreies. Und sie sind alle cool drauf. Also vielleicht ist es dann doch irgendwie so ein bisschen Spaß. Was wir tun werden ist, wir werden hier dann die letzten 10 Minuten oder die letzte Runde werde ich versuchen, hier das rüberzubringen im Video und dann mit etwas mehr Licht, hoffe ich. Und wir werden dann natürlich auch die Siegerehrung filmen und hier nochmal unser Peugeot. Ja, also ich meine, das ist ja wirklich der Brüller hier. Und ja, diese Beule, die ist, glaube ich, absichtlich reingemacht worden, weil es hier auf der Nordschleife immer Beulen gibt. Also die haben die wohl hier tatsächlich erst vorm Rennen da irgendwie das Auto malträtiert. Also so verrückt sind die, das muss man sich mal echt reintun. Und so sieht das aus. Also, ihr Lieben, da oben sind auch noch ein paar Leute, winkt mal schön. Ja, die winken natürlich nicht, weil die verstehen mich gar nicht, außerdem hören sie mich nicht. Beziehungsweise, wenn sie mich hören würden, würden sie mich nicht verstehen. Das macht aber überhaupt gar nichts und hier ist wirklich Anspannung und
wir hoffen mal, dass wir hier das Finale tatsächlich, dass hier nichts passiert in der letzten Stunde. Keine Unfälle, kein Unsinn, keine Disconnects oder sonst dergleichen Dinge. Wir hatten auch nur einen Disconnect, das war aber technisch bedingt, also nicht vom Netzwerk her und von einem Team. Also, und ansonsten ist hier alles super gut durchgelaufen. Die ganze Organisation ist sehr, sehr professionell, wie ich finde, bis auf die Geschichte mit dem Internet. Naja, wir werden sehen. Also, ich verabschiede mich jetzt erstmal soweit und wir hören uns dann, ja, ich kann jetzt sagen, in einer Stunde wieder. Für euch wird es Montag werden. Also, bis dahin, tschüss, euer Lutz Enger. So, ladies and gentlemen, the last 5 minutes here in this epic race. So, Team Fundraiser 2 has a gap to the second position from 16 seconds. It's really, really great race here. We have only 12 cars in the race, and please have a look to this ranking. It's fantastic to see, and yeah, we will make now the, we will show now the teams. This year is a leading team and high concentrate. This is Fundraiser Team 1. And now we will go to the other team. Fundraiser Team 2, sorry. And now we will go to the other team. Oh, many, many people here. And yeah, I can, yeah, you see. Yeah, this is a team on the second position. The team circuit, and yeah, it's very sadly that we can't make a broadcast, a live broadcast, but the organization was brilliant here, and yeah, for technical issues nobody has a fault. The last 3 minutes. Ja, ein bisschen noch in Deutsch. Wir sind jetzt in den letzten 3 Minuten und schaut euch diese Abstände an. Ich versuche es nochmal so einzufangen. Und guckt euch das an. Hier sind die Abstände 16 Sekunden, knapp 17 Sekunden Vorsprung für das Fundraiser Team 2 vor dem Team Circuit on auf der Position 3. Team Trellet, X-Racer Team 1 auf der 4, auf der 5 Fast Fox Racing, Team Confidential Backflow auf Position 6, Position 7 für Fundraiser Team 1, X-Racer Team 2 auf der 8, auf der 9 RS2SIM Team 1, Meat Factory auf 10, Navin Naphaus auf 11 und die RS2SIM Team 2 auf der 12. 13 ist Simrace TV, die mussten frühzeitig aufgeben. Genau. So, und jetzt hoffen wir mal, dass das hier alles soweit. Hier haben wir einen oder den Teammanager. I will try to ask him, how is your feeling? You cannot. Oh. Whoa. I'm really happy. Yeah. I'm really happy. Yeah. What else you can say? Well. It went really tight, really tight, and not just the difference between ours and the team next to us, but fuel also. So it's been really exciting last 3 hours. I think we can. The race is over if you see the checkered flag, but a small congratulations in this moment. Also, if it would be the second position, it was a great race for all and especially for you. Yeah, exactly. Thank you very much. Thank you. So, this is one of the main organizers here. He's so big, I have no camera for him. Hello. Hello, Jukka. Jukka, you are happy? Yeah. Very happy. It's been a very exciting whole system, and now our team is running very well. Yeah. Yeah. Okay. Very happy. Also for you, a small congratulations. Okay. We have
yeah, 30 seconds, yeah. And then, yeah, yeah. Okay. Yeah. This is last lap here. Yeah, yeah, yeah. We are in the last lap, yeah. So, und hier sind nochmal die ganzen anderen Teams. Ich kann die jetzt hier, hier sind die Jungs von RS2 Sim. Das hier sind die X-Racer mit ihren eigenen Simulatoren. Die bauen ja eigene Simulatoren, die sind auch sehr, sehr useful. Und ja, und das hier hinten ist das Team Meat Factory in diesem umgebauten Peugeot. Ich muss hier ein bisschen aufpassen mit meiner Lampe, dass ich die Fahrer jetzt nicht zu sehr störe. Deswegen kann ich da noch nicht so richtig ran. Aber ihr seht, hier sind auch die, die Ehefrauen und hier ist die Geschäftsführerin. Ja, also es ist wirklich eine tolle Atmosphäre. Es ist ähnlich wie in Dänemark. Die Organisation ist mindestens genauso gut. Leider hat es nicht mit dem Internet geklappt. Und wir hatten auch noch einige andere kleine Probleme, aber im Großen und Ganzen ein fantastisches Rennen. Und mir wurde schon gesagt, ich darf nächstes Jahr wiederkommen. So, wir sind hier bei 0 Minuten und wir wollen versuchen, hier die Zieldurchfahrt zu filmen. Ich hoffe, ich störe den Fahrer nicht so sehr und wir gucken uns das jetzt mal an, wie so ein Fahrer reagiert. Ich meine, er hat noch eine gute Runde zu fahren. Es ist noch ein Stück, nee, so ganz so weit ist es nicht mehr, aber ein Stück des Weges hat er noch. Er ist im dritten Sektor. Im ersten Sektor. Ja. So, we can follow now. Oh, mate, no. Ja. After 24 hours, we have a gap between the first, who's first, teams from 16 seconds. It's so crazy. Und jetzt wird es hier auch langsam ruhiger, während wir hier gut 24 Stunden lang eine ziemlich hohe Geräuschkulisse hatten, ist es jetzt mucksmäuschenstill hier. Nur ich muss quatschen. Leider bekomme ich das mit der Kamera hier nicht besser hin. Ich kann nicht näher ran. Das würde den Fahrer zu sehr stören. Hier nebenan fährt noch das Team von das Team 1 der 4Racer. Und da kann man vielleicht ein bisschen, hier kann man auch nicht mehr sehen. Die Monitore sind dafür zu hell. Ich bin zu weit weg, ich müsste näher ran, damit man etwas mehr von der Strecke oder vom Simulator sieht, aber das ist jetzt eher nebensächlich. Wir wollen den Fahrer beobachten. Und ich denke mal, den sieht man einigermaßen. Da hinten höre ich Rufe, die danach klingen, als hätte man da ein Problem bzw. einen Unfall oder etwas Ähnliches. Aber ich kann mich jetzt und will mich auch gar nicht umdrehen. Ich möchte das jetzt hier verfolgen. In my background, the sounds strange. Strange sounds and I hear strange sounds and I believe it's an incident or accident, but it's not for interest now. We will concentrate us here for this last lap from the team 4Racer Team 2. It's unbelievable what we here can see. 24 hours and the leading team has a gap to the second position from 16 seconds. Crazy.
Das ist jetzt der klägliche Versuch eines der Organisatoren, hier noch die Teams aus der Ruhe zu bringen, damit sein Team gewinnt. Oder was erzählt der da oben über Mikrofon? Das passiert, ist jetzt wirklich nicht günstig. Es reicht schon, wenn ich hier rumsappel. So, jetzt hätten wir uns beide hier noch einen Bock geschossen. Wir mussten das Race ja noch finishen. Ansonsten hätten die Jungs hier noch eine Runde fahren müssen. I forgot to finish the race and I must do that in the plug-in. And if he has crossed the start finish line, then you have must go another lap. No, everything is fine now. Ja, so. Ja, Teamchef hier steht noch neben mir. Der ist jetzt, glaube ich, nicht so wirklich ansprechbar. Wir sind auf der Döttinger Höhe. Es kann nicht mehr so wahnsinnig viel passieren. Wir haben noch die Schikane. Wenn er da auf den Körb rutscht, dann hängt er fest. Das wollen wir nicht hoffen. Auf gar keinen Fall. Er hat genügend Vorsprung, um hier ganz sanft um die Schikane zu gehen. Es ist jetzt wirklich, es sind nur noch ein paar Meter. Oh, es ist, ich bekomme eine Gänsehaut. Es ist irre. Es ist wirklich. Congratulations to Foul Racers Team 2. Congratulations to all participating teams here. Congratulations also here for the second place. Thank you. Can you tell me your emotions at the moment? Well, we're maybe a bit disappointed not to finish first, but second place is fine. It's fine, and you have not forget to hope so for the first place in the last laps. Yes, sorry. In the last laps, no hope for the first place. Well, we had four racer team. Yeah, we were hoping, of course, but we had 15 seconds lost, so it was quite impossible. Was the strategy or was the driver? Drivers, I guess. Okay. Well, congratulations to you. And, thank you. It was an amazing race. Really. Yes, yes, a really amazing race. True. Okay, congratulations. So, das war das Team von Team Circuit. Und jetzt versuche ich hier das Team Trellet zu finden. Can you help me? Which is Team Trellet? Team Trellet is. Ist hier allein? Ja, okay. So, hier haben wir das Team Trellet. Das ist das drittplatzierte Team. So, ich glaube, die haben sich hier auf Position 7 und 8 gegenseitig noch überholt. Are you from Team Trellet? Yeah. Please tell me. I make the after race interview now. I think you will be the best. He's the best. Okay. Come in my light here. Tell me, what's your emotions at the moment? Relief. Quite tired, but great experience. Oh, excellent. Yeah, and the third place is okay. Yeah, it's okay compared that we had really small time to train and we drove really well. Okay, do you had any issues during the race? We didn't have any issues during the race, but we missed the qualification totally.
Okay. We had some technical problems, and then the electricity went out, and we didn't have time at all. Yeah. Okay. So we had to start from the bottom, and Alexi drove us from the first two stints, from last to first, and then took a 1 minute lead. Okay. So for 12 first laps, that was quite good. So congratulations for the third place, and I hope we see us next year here. Absolutely. Okay. Thank you. Okay, thank you too. So das waren jetzt die Interviews der ersten drei Sieger hier. Wir werden versuchen, irgendwie noch die Siegerehrung jetzt zu filmen. Da machen wir aber ein separates Video. Jetzt guckt euch das doch mal an, wie schön das ist hier. Jetzt kriege ich doch auch noch irgendwie einen Frosch im Hals. Ja gut, das kennt man ja von mir. Ich versuche mal noch ein bisschen aufzulassen, bis jetzt alle Teams hier drin sind. Wir gucken mal, was hier unser Show macht. Oha. So this is 10 car is yeah. So, das war jetzt das kleine Karussell und jetzt geht's raus auf die Dötker Höhe und auch hier ist dann das Rennen für die Jungs zu Ende. Also ich bin schwer begeistert. Die Atmosphäre hier, ich hoffe, ihr kriegt das so ein bisschen mit, was hier los ist. Sieltä tulee ihan ympäri Euroopan tosi kova tasoisia kilpailuja. Congratulations to all teams. We see the fuel. I hope the fuel will be enough. If not, I'm sure another team will push this car here. So, the last meters for the Meat Factory team here, we say also congratulations. Here is the team leader. Yeah. Congratulations, Mikko. Thanks. Bershaw is the best. Bershaw is the best. Okay. Mikko, are you happy? Yeah, really happy. Really happy. Yeah, yeah, yeah. We've been in the last 4.5 hours, we just catch the team front of us about 8 minutes, so okay. It's supposed to be a good job. Okay. Just do some stupid things and spinning, eating dust. The complete organization here has made a very, very good job. It's my thank you. And I hope we see us next year again. Next year we can see you, and that's for sure. We are on the internet. Okay, that's nice. Okay, so okay, das ist jetzt hier so ein bisschen die. So, jetzt kehrt hier langsam Ruhe ein. So, ich mache jetzt erstmal das Video so lange aus, bis es hier zur Siegerehrung geht. Und hier gibt es noch anschließend eine Big Party. Mir wurde gesagt, die feiern jetzt hier noch die ganze Nacht durch. Die Finnen, die haben da so ein bisschen eine andere Art und Weise zu leben, glaube ich, oder solche Events zu feiern. Und gucken wir mal, was uns hier noch erwartet. Ich werde natürlich berichten, soweit wie es geht. Aber jetzt ist erstmal Schluss. Bis dahin, tschüss. Hey. Short interview for SimRace TV. All right. Okay. I blend you. It's okay. A bit. Yeah, I know. I'll just. We will make it short. Tell me your emotions at the moment. Well, I don't really know. 24 hours. I don't know how many. 2 or 3 hours of sleep. Yeah. I don't know how many stints I've done. Yeah. Yeah. It was just so amazingly tough with Teemu the whole race. Yeah. You know, almost all the time
when I drove, he jumped in and we were just fighting each other all the time, and it was just, I don't know how both of us did it, because this is just so exhausting racing this long. And I can understand all your emotions. I know that. Yeah, and congratulations for you and your team. And I hope we see us next year again. Yeah, this is fun. Yeah, okay. Good luck. Okay. So, deine Herren, das war jetzt nochmal das Interview mit dem Siegfahrer, mit dem Zielfahrer. Und der hier wirklich, ihr habt es gesehen, wirklich gebeutelt ist von seinen Emotionen. Also, ja, und wir werden schauen. Also, jetzt machen wir nochmal Schluss und wir warten jetzt auf die Siegerehrung. Bis gleich. And now? Eli tuolla säätäjä oli kuusi tiimistä, joten siinä takana kun oli laput, niin tämmönen kuusi yhteen kaukosääni aparaatti, millä voi sitten yhdistää tiimin yhteen, niin lähdetään vaikka täällä onneks olko kakkosijasta. Sitten vielä kun on iso porukka, niin hyvä jakaa tosta, niin saa tuumaisia ja nimisiä venäläisillä, ettei siinä ettei sovi kumpikaan lokaa. Se on nicht zu fassen. Sitten kolmantena maaliin tulee joukkueen edelleen porukka, edelleen samaa paikkaa. So. Die Sieger haben wir ja nur Gott sei Dank vorher schon interviewt. Ja. Somit war das eben das zweitplatzierte Team. Friends, to be friends. Jos on pimeä, niin voi tuolla lampulla katsella naapureiden nopeita linjoja. Niin jaetaan noin 15 vielä pois. Onneksi olkoon kolmannetta sieltä. Niin siitä. On vaikka tonne. Ja noin. Näin. Kiitos. Näin. Onneksi olkoon vain. Tuossa on sitten lampu, millä voi nopeita linjoja katsella. Kiitos. Ja näin kolmen palkitun tiimin porukka tähän kaiteelle. Vähennetään vähän noita kaljokulkkeja tuosta, niin ei näy niin. Kun rekvisiitta on ihan hirveästi, niin otetaan vähän kuvaa tuosta. Tuosta sitten niistä palkituista. Totta kai palkituista. Meneis kärkiporukka istuja, mutta se ei saltakaan. Ei kun. What's happening? Jetzt wird es hier wirklich spannend. So. It's a photo finish. It's a finish photo. So, das sind jetzt nochmal alle beieinander hier. So, great. Congratulations also from SimRace TV, guys. Thank you. Was one of the best races what I have seen. Very, very good. Thank you. Thanks. I make the video. You there's no photo here. Eikö sulla tuli murhe, että kuka palkinnot sitten jakaa? Niin. Se on vähän nostelee. So.
Hoha. No accidents. So, okay. Then we can say for the spectators of Sim Race TV goodbye and yeah. Up to the next year. Yeah. Goodbye and see you next year.